Etwas ging vor sich in ihrem Palast, aber Euphemia wusste nicht, was es war. Und diese Ungewissheit machte sie krank. Sie hatte Tanamin und Asaban ausgeschickt. Sie wollte antworten. Jetzt! Niobara, Prophetin, Sterndeuterin, vertraute Rohals. Sie war eine Legende und niemand konnte je in Erfahrung bringen, was mit ihr geschehen war. Kelbara hatte davon gehört, dass es in Elburum ein Observatorium gab. Doch wo konnte sie es finden? So steigte die Wendeltreppen nach unten. Ihr kommt in einen Raum, der sich vor euch öffnet, der Raphim direkt wieder zurück in den Süden versetzt. Das Observatorium, was vor euch liegt, ist baugleich. Eine gewaltige Kugel aus Bronze und die Ausläufer des Rohres, was von der Seeseite aus zu sehen war, was hier in diesem gewaltigen Raum mündet. Und zudem den Bücherregalen, der kleine Empore, auf denen ihr tatsächlich auch drei Frauen stehen sehen könnt. Ein gewaltiges Wesen, ein Steinelementar, der euch begrüßt mit den Worten, als ihr eintretet. Ehre der Propheten, Ehre ihren Töchtern. Ja, ich würde aus dem Weg gehen und den Magiern den Vortritt lassen. Ich denke, Abelmir, dies ist euer Auftritt. Ja, wie es scheint. Der Propheten und ihren Töchtern, in Tat. Hallo? Hallo. Könntet ihr vielleicht runterkommen? Könntet ihr vielleicht herunterkommen? Wir sind doch schon unten. Nun, dann kommt er an. Ja, gut. Dieses Ding wird uns nichts tun? Gut. Das ist Ushpata. Ja, soll ich um Ushpata rumlaufen oder jetzt hier vor das Ding laufen? Was euch lieber? Kommt die Treppe hoch. Ja, wie ihr möchtet. Willkommen. Ja, so könnt ihr nach und nach allesamt an ja, die große Wand herantreten, beziehungsweise diesen Aufbau, den es dann vor der Kugel gibt. Und steht dann vor drei Frauen, die aranisch gekleidet sind. Offensichtlich Hexen mit Stäben in der Hand. Eine etwas ältere Frau und zwei doch von mittlerem Alter. So um die 30, vielleicht 40 Jahre. Warum sind eigentlich, egal wo wir hingehen, die Hexen immer schon da? Die sind Aranien. Weil wir in Aranien sind. Korrekt. Sehr, sehr erfreut, euch kennenzulernen. Abelmir Yamorinis und das ist meine Kapitania Sulamir Al-Shabra. Sehr erfreut. Meine Gefährten Diamante, Raphim und Serpentin de Lazar. Sie verbeugen sich allesamt vor Sulamin. Nun, wir sind überrascht, dass ihr die Zugangsworte kennt. Seid ihr doch keine Töchter Niobaras? Nein, das nicht. Aber wir wandeln schon sehr lange auf ihren Spuren. Ist Kelbara eigentlich auch da? Kelbara ist auch da. Okay. Ja, schön habt ihr sie hier. Wir schließen alten Aufzeichnungen nun ja auf diese Sternwarte. Und hier verbirgt sich etwas, wie wir vermuten. Nun, das ist zumindest eines der wenigen Observatorien, die eine ganze Menge mehr vermögen als diejenigen, die in Garad stehen. Nun, ich bin durchaus überrascht, aber wenn ihr es hierhin geschafft habt, dann sollte Niobara das gewusst haben. Aber dass ihr Sulamin hier seid, überrascht uns tatsächlich nicht. Ihr kennt meinen Namen? Wir kennen den Namen von euch und auch von eurer Mutter. Und auch von eurer Mutters Mutter. Sulamin runzelt die Stirn. Und wieso sind diese Namen für euch von Belang? Nun, weil sie in diesem Buch geschrieben stehen. Wir sind uns nicht ganz sicher, warum ihr jetzt hier seid, aber die Kamalknoten werden euch sicherlich hierher geführt haben aus einem Grund. Dabei tritt sie dann einmal an ein Bücherregal, tritt also die Treppe einmal nach unten und dann schiebt sich dann eine der älteren Frauen nach vorne, während die andere sucht. Wie können wir euch helfen? Ihr seid
hier und ihr habt Fragen an die Sterne. Kelbara ist auch hier. Ich kenne euch nicht. Nun, aber wir kennen dich. Auch dein Name steht geschrieben neben einem der von Zulamin. Nun, so wie ich es verstehe, sind wir hier, um das Observatorium zu benutzen. Also, Kelbara, was ist zu tun? Nun, habt ihr in den Aufzeichnungen, in den Tagebüchern eine Karte gefunden oder nicht? In der Tat. Lasst mich jetzt kurz hervorholen. Ich meine, Sachenkram und das Tagebuch rausholen und ich glaube, ich hatte die Stellung markiert wahrscheinlich mit so einem kleinen Einband, wie auch immer. Hier, seht. Sieht man irgendwas? Keine Ahnung. Ja, so Sternbilder, wie gesagt. Das sind alte Sternbilder, die wohl heute nicht mehr in Gebrauch sind. Aber den Becher, die Schlange, die Ziege, das Säbel, die Krone, die heißen mittlerweile anders oder sind verschoben, haben sich dann zum Ogerkreuz oder so etwas entwickelt, weil die Sterne dann natürlich im Laufe der Zeit ziehen. Und Borberat hat natürlich mit seiner Sphärenerschütterung auch die Sterne verschoben. Aber so nimmt Kelbara dann die Karte und das Tagebuch und würde dann ebenso nach unten treten, damit sie dann an der großen bronzenen Kugel etwas verschiebt und dann mit der Karte vor ihren Augen so ein bisschen zieht und drückt. Ich hab das Buch, ich komme. Ja, und dann tritt die eine der Töchter Neobaras wieder nach oben. Achso, wir hatten uns noch gar nicht vorgestellt. Das ist Björmascha. Ich bin Natchares und ja. Und ihr? Ich zeige mal auf die dritte Person. Frau? Mein Name spielt keine Rolle. Namen sind wie ein Wind. Sie können sich auch verändern. Nun ja, es ist aber unhöflich, sich nicht vorzustellen, nicht wahr? Dann nennt mich Isha. Wir hatten das schon mal mit so einer Schwesternschaft zu tun. Die sind dann die ganze Zeit nackt rumgelaufen. Können wir das hier auch erwarten? Nein. Wir sind zwar Hexen, aber wir sind vorrangig die Töchter von Neobara, Sterndeuterin, Mathematikerin. Wir leben nicht in Wäldern und rufen die Krähen an. Ne, das ist doch immerhin schon mal etwas. Hier, wenn ihr mögt, dabei tritt die Tochter, die unten an der Bibliothekswand stand, heran, klappt das Buch auf und klappt dann wohl viele weitere Seiten auf, die dann zu einem großen Stammbaum werden. Ganz oben, Neobara. Mit einem unbekannten Mann, wer der Vater wohl ist, weißt du nicht, aber wenn du dir den Stammbaum betrachtest, kannst du viele Zweige später nicht nur den Namen von Kelbara erkennen, sondern auch über deine Mutter Ishtar Tulefsunya, deinen eigenen Namen. Zulamin sieht sich das sehr erstaunt an und wirft einen schnellen Seitenblick zu Kelbara hinüber. Denn das macht sie ja irgendwie verwandt miteinander. Interessant. Aber ich denke nicht, dass meine Blutsverwandtschaft heute noch irgendeine Rolle spielt. Das meine ich auch nicht. Ich bin froh, dass ich den Tetraeder benutzen kann. Alles andere ist irrelevant. Ein Gelehrter sagte uns, der Tetraeder sei eine Art Hilfsmittel, der es selbst nicht magischen Personen erlauben würde, seine Kräfte zu nutzen. Wie spielt hier die Sache mit dem Erbe hinein? Nun, das liegt daran, dass Neobara auch nicht magische Töchter gezeugt hat. Aber der Tetraeder wurde wohl von Donation erschaffen, nicht von Neobara. Zulamin deutet mal auf die Leerstelle, der nicht eingetragene Vater, und sieht die Frau fragend an. Nun, vermutlich. Das Buch war bereits so. Wir glauben, dass es von Neobara geschrieben worden ist. Eine Ahnentafel. Und was denkt ihr, zu welchem Zweck hat sie all das hier hinterlassen? Nun, um
ihre Rätsel zu lösen, die sie im Verlaufe der Zeit entdeckt hat und in ganz Aventurien verstreute. Sie hat die Zukunft vorhergesagt. Und so wie es sich für eine Tochter der Hesinde gebührt, hat sie sie niedergeschrieben. Nun ja, verändert sie damit nicht die Zukunft, wenn man etwas niederschreibt? Nicht, wenn die Zukunft will, dass man hier zusammenkommt. Man kann die Zukunft sowieso nicht ändern. Das nennt sich Kamale Kausalknoten. Nun ja, man kann die Zukunft nicht ändern, aber man kann sie beeinflussen, nicht wahr? Glaubt ihr an das Schicksal oder an den freien Willen? Nun, ich ziehe es vor, den freien Willen in Betracht zu ziehen. Das habe ich mir fast gedacht, aber die Götter sind allmächtig und wissen alles. Und wenn Niobara durch sie sprach und ihre Botschaften in den Sternen geschrieben standen, man muss nur wissen, wie man die Sterne lesen kann. Bobart hatte es einst versucht, den Menschen den freien Willen zu geben. Naja, dabei hatte er die Sterne verschoben und verrückt, aber er scheiterte und dadurch wurde uns der freie Wille erneut genommen. Eine überaus hanebüchende Auslegung des angewandten Barbarianismus. Da mögt ihr recht haben. Aber was wollte Borberat denn? Er wollte den Menschen den freien Willen zurückgeben, mit Hilfe der Magie. Nun ja, ob er das wirklich wollte, steht doch in den Sternen. Wir wissen nicht, was er wirklich wollte. Ihr solltet bitte Bürmascher entschuldigen. Wir sind Töchter Niobaras und keine Borberadianer. Nun, das haben wir bereits eruiert. Aber ihr könnt euch sicherlich vorstellen, warum wir im Rest Aventuriens nicht gern gesehen sind, wenn wir solche ketzerischen Dinge behaupten. Wie gesagt, wir sind keine Barbaradianer und wir möchten auch euch keine Angst einjagen. Aber ihr sagte zurückgeben. Würde in diesem Gedankenkonstrukt zurückgeben nicht bedeuten, dass es eine Zeit vor den Göttern gegeben hätte, in denen irgendetwas existiert hätte, das einen freien Willen hätte haben können? Da habt ihr recht. Allerdings gab es damals die Menschen noch nicht. Nun ja, es gab andere Völker. Ja. Vor allem in den Zeitaltern, wo die Götter nicht so sehr sich um ihre erschaffenen Kreaturen kümmerten. Nun ja, ich bezweifle wiederum, dass Borberat den Menschen wirklich einen freien Willen ermöglichen wollte. Er wollte nur seine persönliche Macht stärken. Das steht wohl außer Frage. Nun, aber die Götter haben die 7 Gezeichneten geschickt mit ihren 7 Zeichen und sie schickten sie an die richtige Stelle, um die Probleme zu lösen, damit der freie Wille weiter geknechtet bleibt. Und was bringt euch also auf den Gedanken, dass die 7 Gezeichneten nicht aus ihrem eigenen freien Willen gehandelt haben? Schließlich hat dann jeder Bewohner der dritten Sphäre eine hinreichend starke Motivation, dies tun zu wollen. Ebenso möchte ich euch die Frage stellen, was treibt dann Leute in den Paktschluss, wenn die Götter doch allmessend und allwichtig sind, allwissend und allmächtig sind und nicht nur in der Lage wären, hervorzusehen, wann jemand etwas solches tun sollte und damit das Sphärengefüge empfindlich schädigt, sondern auch, wenn ein solcher freier Wille nicht existiert, etwas solches gar nicht erst zuzulassen. Wie dem auch sei, ich habe herausgefunden, wo wir hin müssen. Kelbara schaut von unten von den Karten auf zu euch. Hervorragend. Wo geht's hin? Dann können wir direkt wieder abreisen. Der Gürtel befindet sich in Yarkesh. Yarkesh. Und Zulamin, wo ist das? Nun, wisst ihr denn auch, wo Yarkesh ist? Nun, mit diesen Karten ja. Wir müssen nach Aranien in die Nähe von Barbrück. Dort befindet sich das, auch zu dieser jetzigen Zeit, ein Bauerndorf mit dem Namen Yarkesh. Allerdings vermute ich, dass es sich dabei um eine historische Stadt handelt, die irgendwo in der Nähe sein muss. Nun, das historische Yarkesh soll in den Fluten des Baron Ulaf untergegangen sein. Sie klopft einmal auf ihre Umhängetasche. Dafür haben wir das Tetraeder. Nichts, womit wir nicht fertig werden. Hervorragend, da haben wir ja alles und können direkt wieder abreisen. Kommt, Zulamin. Es gibt hier nichts mehr zu holen.
Ich möchte mal eine Menschenkenntnis auf die Töchter Niobaras werfen, als herauskam, wo genau der Gürtel liegt. Okay, ja. In die Box. Okay. Siehst du, ich bin dir einen Schritt voraus. Ich weiß, dass man denen nicht trauen kann, weil sie Hexen sind. So, und das ist keine Doppel-Eins, das ist nur eine 7 gewesen. Du kannst Naturzauberern nicht trauen. Also, du bist der Meinung, dass sie tatsächlich sehr interessiert aufgehorcht haben, ja? Okay, gut, dann behalte ich die Information. Ja, bevor wir gehen, kann ich da noch mit dem Elementar sprechen? Du kannst dich vorhinstellen, ja. Da steht immer noch bewegungslos dort. An der Tür, nicht an der Tür, sondern irgendwo zwischen der Kugel und diesem bronzenen Ding, mit dem man in die Sterne gucken kann. Oh, wunderbar. Hallo. Ehre der Prophetin. Ja, das hattet ihr erwähnt. Wie lange seid ihr denn schon hier? Mehr als 500 Zyklen. Also lange. Die Prophetin rief mich und band mich an diesen Ort. Und ihr passt hier auf, nehme ich an. Ich wache. Oh. Und jeder, der diesen Satz, die Lösung kennt, darf kommen und gehen. Ehre der Propheten, Ehre ihren Töchtern. Na dann, vielen Dank. Ich würde mich wieder zu den anderen Gesellen, ich mag dieses Ding. Sehr geradlinig. Ja, beim Rausgehen, wenn wir schon etwas Abstand gewonnen haben. Ja, Rafim, irgendwas stinkt mir hier. Wir waren merkwürdig aufmerksam, als wir den Standort herausgefunden haben. Und ich habe zwar nicht alles verstanden, was die gesagt haben, aber das hat sich schon komisch angehört. Ja, also der Elementar wird uns auf jeden Fall nicht folgen. So wie ich das verstehe, dient er nur dazu, den Ort hier zu bewachen. Nun, wir könnten reinen Tisch machen, Kapitania. Jetzt würde ich sowieso gehen. Nein. Selbst wenn sie uns in die Quere kommen sollten, dann werden wir sie dann töten, wenn es soweit ist. Seid ihr euch sicher? Wir können eine Gefahr hier und jetzt direkt entgegentreten. Weil ihr ein schlechtes Gefühl habt? Es kann viele Gründe geben, warum sie diese Information interessiert. Und ihr seid jetzt also auch eine der Töchter Niobaras. Interessant. Beziehungsweise von Donatian, wenn das Buch die Wahrheit sagt. Bedeutet dies nicht auch, dass sie in der Lage wäre, die Dirigion Tetraeder zu verwenden? Worauf wollt ihr hinaus? Nichts? Gut. Alleine wissenschaftliche Neugier. Ja, das habe ich mir gedacht. Falls ihr überlegen solltet, ob ihr mich jetzt umbringt, lasst es. Glaubt mir, ich überlege dies zu jedem Tag an jeder Stunde. Dann solltet ihr euch da zumindest davon abhalten und eine geistige Barriere aufbauen von diesen Gedanken, die wohl nicht die euren zu sein scheinen, sonst wäret ihr wahnsinnig. Im Gegensatz zu euch habe ich hinreichend viel Geistesstärke, um solchen Drängen zu widerstehen. Gut. Naja, und wenn ihr wirklich eine Auserwählte der Zar seid, dann das will ich mir doch nicht auf mir die Seele lassen. Also Zulamin, was macht das mit euch? Sind wir vielleicht keine Schwestern, aber so kann man euch doch vielleicht trotzdem nennen. Grinst sie dich an. Ich gestehe, ich hatte nicht erwartet, irgendwann noch einmal von meiner Blutsverwandtschaft zu hören. Ganz sicher nicht in dieser Art und Weise. Ich habe das hinter mir gelassen, wisst ihr, als ich in den Tempel gekommen bin. Meine Eltern haben mich aufgegeben. Es war immer klar, dass ich der Göttin versprochen bin. Nun, vielleicht hat eure Mutter ja doch mehr mit euch zu tun, als ihr immer habt gedacht. Ihr bezieht euch immer nur auf eure Lehrmeisterin, aber nie auf eure Mutter selbst, korrekt? Ja. Vielleicht wollte eure Mutter euch schützen vor den, ja, Einflüsterungen der Gegenseite. Wer war denn euer Vater? Er war ein Mondsilber-Hatschin.
Ein einfacher Mann. Meint ihr Jafar ibn Jikaba? Habt ihr einen Blick in den Stammbaum riskiert, ja? Ja, nein. Was ist mit ihm? Nur die Frage. Nun, es offensichtlich kommt die Linie ja über die Mutter, wenn dieser Stammbaum stimmt. Vermutlich. Wollen wir hoffen. Ich hab's mir jetzt nicht so genau angeguckt, aber vielleicht hab ich's auch falsch verstanden, aber Neobaras Töchter kriegen doch auch nur Töchter, oder sehe ich das falsch? Ehrlich gesagt, ich glaube, es ist ein Geheimbund, dem wohl jeder mit einem entsprechenden Wissen und Interesse beitreten kann. Es ist eine Kabalie, das heißt, magisches Talent ist meist die Voraussetzung, aber nicht immer. Nein, das meine ich nicht. Ich meine hier, er würde auf dich zeigen, euer und sie. Also Neobaras Nachfolger kriegen, hast du auch Brüder? Das ist die Frage. Oder nur Schwestern? Ich habe einen Bruder. Ja, gut. Auch die Prophezeiung redet von dem wahren Erben. Ich denke, es hätte auch ein Mann sein können. Nun, aber das, was Sapatilio eben vorschlug, wir können es tatsächlich einmal testen. Nun, es hätte vielleicht eine gewisse Beweiskraft. Damit sagt er mal. Greift sie in ihre Umhängetasche und holt den Tetraeder hervor. Und Sulamin betrachtet das Ding mit einer Mischung aus Neugier und Abscheu und nimmt ihn dann in die Hand. Er leuchtet weiter. Faszinierend. Würdet ihr erlauben, dass ich ihn einmal Magister Serpentilio gebe? Nun, könnt ihr tun, ja. Um auszuschließen. Nein, eigentlich. Dass er eine Tochter von Neobara ist? Nein, bitte nehmt ihn. Also sagst du das jetzt zu ihr oder zu mir? Zu dir. Ich nehme vorsichtig den Tetraeder in die Hand. Der hört auf zu leuchten. Nur noch Mondsilber und Endurium, einige Kristalle und Edelsteine. Tracht ihn aber von allen Seiten. Stellt euch vor, die Menge an Kraft, die gebunden sein muss, um eine derartig präzise Steuerung über Generationen hinweg zu ermöglichen, muss unvorstellbar sein. Es liegt also tatsächlich nicht an dem astralen Gefäß. Und es handelt sich dabei nur um den Auslöser. Denkt nur daran, wie kompliziert es gewesen sein muss, die eigentlichen Kraft hineinzusprechen. Und wofür? Ich nehme ihm das Ding wieder ab und reiche es an Kelbara zurück. Ja, die verstaut ihn wieder. Wird vermutlich das größte sphärologische Artefakt, das der Kontinent je gesehen hat. Wenn es doch nur nutzbar wäre von mehreren seiner kleinen Handvoll Leute. Neobara hat viele merkwürdige Dinge geschaffen. Und Donation ebenso. Ja, das wollte ich gerade fragen. Kommt das denn jetzt von ihr, von ihm oder von beiden? Nun, sie haben vieles gemeinsam entwickelt. Dieser Tetraeder soll wohl von Donation stammen. Aber in Verbindung mit Neobara stehen, ja. Sehr wohl. Ja, aber dann macht's doch mehr Sinn. Also dann spricht ja eigentlich alles dafür, dass es auch seine Kinder sind. Oder nicht? Nun, das wollen die Töchter von Neobara wohl nicht wahrhaben. Sie berufen sich nicht auf einen Paktierer, sondern auf eine Sternkundige und eine Hesinde. Geweihte? Nun, wer würde das nicht vorziehen? Naja, im Endeffekt ändert sich ja auch nicht viel. Ihre Thesen sind trotzdem ketzerisch. So wie sie eben über Bobberat sprachen und den freien Willen. Nun, ihre Thesen sind vor allem sehr hanebüchen. Ich denke, sie machen den Denkfehler zu glauben, dass sich Schicksal und der freie Wille ausschließen würden. Das ist interessant. Jedenfalls solltet ihr euch um sie nicht allzu viele Gedanken machen, wenn sie schon derartige Grundzüge des Barbaradianismus missinterpretieren. Geht von ihnen keine übergroße Gefahr mehr aus. Also gut, wir haben den Schleier und wir haben die Position auf der Karte von Yerkesh. Gemeinsam mit diesem Observatorium wissen wir also, wohin wir jetzt müssen. Wir haben den Tetraeder und können dort etwas damit tun. Bewegen, verschieben, so wie Amulastras sagte. Wisst ihr denn, was ihr tun müsst, wenn wir an diesem Ort sind?
Das weiß ich nicht. Ich gehe trotzdem davon aus, dass der Gürtel bewacht wird. Donatian wird kein Idiot gewesen sein. Was fragt sich nur von, fragt sich nur, von was er es bewachen ließ. Was uns zu der wichtigen Frage bringt. Wie wollt ihr ihn zerstören? Nun, ich würde ganz gerne einige Worte mit dem hochgeweihten Leutnant Freisop sprechen. Der ist weit weg. Was hat er damit zu tun? Er verfügt über ein drittes Auge. Nun, das mag sein, aber das befähigt ihn nicht zu wissen, wie man einen unheiliges Artefakt zerstört. Nun, vielleicht weiß er nicht, wie es geht, aber er ist der Einzige, der es kann. Wie kommt ihr darauf? Weil seine Blutlinie noch älter ist als die meine. Das Hause Freisop stammt aus Myranor, Freisoppos.